Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. 2024 wird für uns ganz anders. Wie ihr gesehen habt, sind wir nicht im Van. Wir haben uns für einen Monat ein Airbnb auf Kreta gegönnt und sind hier in Chania. Und am Mittwoch ziehen wir aber wieder aus und ziehen wieder in den Van. Und deswegen müssen wir noch ein paar Sachen vorbereiten. Wir fahren jetzt mal in den Baumarkt, wir wollen noch ein paar Kleinigkeiten erneuern. Und dann sind wir noch ungefähr 5 Wochen auf Kreta, bevor es dann wieder woanders hingeht. Genau. Und ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit in unseren Tag. Anstatt dass wir das ganze Video hier auf der Couch sitzen, nehmen wir euch einfach mit und gehen jetzt zusammen zum Baumarkt. Und erzählen euch einfach zwischendrin von unseren Plänen und zeigen euch mal, wie es hier in so einem Baumarkt auf Kreta aussieht. Und jetzt wollen wir nicht mehr so viel quatschen und dann geht mir jetzt los. Komm, ne? Weil du seid auch mehr. Wir nehmen euch mal mit. Wir nehmen euch mit. In den Baumarkt. Wow, wir sind wieder im Van. Ganz neues Gefühl. Ja, also was wollen wir denn reparieren? Wir haben ein kaputtes Standheizungsrohr. Das hat David schon ein bisschen zusammengeklebt, aber wir wollen jetzt so einen Holzkasten drum bauen, damit das nicht wieder beschädigt wird, weil wir hinten ja auch unsere ganzen Kisten und sowas haben. Brauchen wir nochmal so eine Plastikkiste für Stauraum. Dann haben wir hinten, brauchen wir so ein Blech am Kofferraum, was schon ziemlich hässlich aussieht, was wir ein bisschen erneuern wollen. Dann haben wir hier vorne so Fliesen gemacht, die halten aber nicht, die wackeln immer. Da wollen wir so ein Holzbrett unten drunter machen. Und unsere Dusche reparieren. Ich glaube, ich habe alles, ne? Und das Lattenrost. Ah ja, unser Lattenrost. Ein Lattenrost am Bett ist kaputt. Genau, David wird sich darum kümmern und ich werde hier einmal alles schön putzen und Startklamm machen, damit wir am Mittwoch hier wieder einziehen können. Und wie groß ist die Vorfreude? Ja, jetzt wo ich drin bin. Also ich sag mal, meine Wohnung ist auch schön, weil man hat einfach so viel Platz und wir haben uns echt jetzt schon hier auch an diese Routine gewöhnt, immer am selben Ort zu sein. Ist auch ziemlich schön, aber so nach 2 Wochen war noch so, oh, noch nicht so Lust in den Van, aber die Vorfreude steigt jetzt jeden Tag mehr. So, und hier ist der Baumarkt. Wo soll denn der sein? Ich weiß nicht, ist das so rausgesehen? Ja, wir sind da. I didn't see. Das Problem ist, hier in Kreta gibt es wohl nicht so die Baumärkte, wie wir sie in Deutschland kennen, habe ich schon gelesen, sondern einen einzigen in der Nähe von Heraklion, aber das ist 200 Kilometer von hier entfernt. Du musst das vielleicht auf da verschieben, in die Richtung fahren. Ja, vielleicht. Ja, das mit dem Baumarkt ist ja jetzt nichts geworden. Dafür sind wir jetzt bei Jysk und haben noch ein paar Kleinigkeiten für den Van gekauft. Und es macht richtig Spaß, hier in den Möbelhäusern rumzulaufen. Ich bin mir sicher, dass wir bald öfters mal solche Läden besuchen werden. Kleiner Hinweis, was sich alles ändern wird. Der war vielleicht schon zu groß, der Hinweis. Ne? Das wollte ich auch mal erneuern. Zu 99%. Aber es spritzt nicht mehr so dolle wie vorher. So. Im Van ist fast alles startklar. Wir müssen noch natürlich unser ganzes Hab und Gut dann von der Wohnung hier nochmal reintragen, aber sonst haben wir eigentlich alles startklar gemacht und jetzt gibt's Kaffeeklatsch, würde ich sagen. Ja, sorry, ich kann gar nicht mehr denken. Es war jetzt
hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt wieder so einen schönen, kuscheligen, sauberen Van zu haben. Und jetzt geht's darum, Käffchen. Ja, ich muss sagen, die Vorfreude steigt, wenn ich mir jetzt überlege, bald wieder in dem Bett zu liegen, freue ich mich auch drauf. Ja, und Nussi, freust du dich auch? Freust du dich auch? Im Bett? Ja. Und dann erzählen wir euch, was sonst noch so los ist bei uns. Mikrofonhalter zum Einsatz. Ja, wechsel noch mal kurz. Hältst du, ich muss meine beiden Hände erwärmen, weil es ist ganz schön kalt heute. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viel Grad, 11 oder sowas sind es draußen, ist auch schon echt kalt. Aber hier mit der Meeresluft ist gefühlt, glaube ich, ein bisschen kälter. Und die Wohnungen sind auch echt richtig kalt und feucht. Also wir frieren auch hier. Falls euch das ein bisschen Trost spendet. Ist nicht alles rosig. Genau. Ja, aber jetzt, was wollen wir denn planen? Was planen wir denn? 2024 wird anders, steht im Titel, haben wir jetzt auch schon gesagt. Und ja, nach Jahren des Reisens, ihr Lieben, wo wir euch schon überall mitgenommen haben, per Anhalter in den Iran. Wir sind mit euch zusammen nach Indien gereist. Wir waren in Thailand, Vietnam, Australien. Wir haben richtig viele Länder bereist. Ihr wart beim Ausbau mit dabei. Ihr wart dabei, ja, wie wir den Van quasi eingeweiht haben, damit wir das erste Mal rumgereist sind. Auf Fuerteventura, in Andalusien letztes Jahr und alles, was dazwischen und davor und ja, vielleicht auch was danach kommt. Ihr seid hoffentlich auch mit dabei. Denn wir haben uns entschieden, dass wir zurück nach Deutschland gehen. Ja, für uns. Jetzt ist es raus. Ja, es ist raus. Wir hatten ja letztes Jahr schon vor, ja, eine Wohnung zu suchen, nach Deutschland zu gehen. Wir wussten aber nicht genau wo und es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Wir hatten uns ja eine Wohnung angeguckt, aber war dann irgendwie nicht so, war nicht das Richtige und haben wir auch gar nicht mehr weitergesucht. Dann haben wir gesagt, wir bleiben noch im Van. Das sollte es noch nicht gewesen sein, aber dieses Jahr haben wir nochmal ausprobiert, wie ist es im Van zu leben, haben jetzt eine Wohnung hier auf Griechenland und gucken, oder auf Kreta und wir haben auch mal so natürlich eine Wohnung jetzt gemietet, um auch zu gucken, wie fühlt es sich an, hier zu leben in der Stadt. Haben wir den Gedanken, vielleicht auszuwandern, aber irgendwie, ja. Irgendwie packt es uns nicht. Nee. Genau. Also wir sind überall gerne gewesen, ja, wenn genau. Ich das mal so sagen darf. Also egal ob Thailand, Bali, Spanien, Italien, alles war richtig schön und ja. War auch alles für eine Zeit wunderbar, aber es war jetzt nie so, dass wir gesagt haben, boah, hier ist unsere Heimat, hier fühlen wir uns so wohl, dass wir jetzt Wurzeln schlagen möchten. Aber Wurzeln schlagen ist so ein Ding, das wollen wir schon machen. Also ja. Wir wollen schon. Kannst du mal Nusa ganz kurz rausholen? Jo. Ich rede mal kurz weiter. Ja, Wurzeln schlagen wollen wir. Das haben wir jetzt auch schon länger überlegt und wir wussten dann noch nicht genau wo. Und hallo Schatz, ja, ist gut. ist okay. Ja, warst mal zwei Minuten ohne uns, ne? Und ja, und irgendwie hat uns vor ein paar Monaten die Idee gepackt, ja, warum nicht doch wieder zurück in die Heimat, da, wo alles begann, wo wir losgestartet sind, da, wo wir uns kennengelernt haben, da, wo wir uns eigentlich wohlgefühlt haben, da, wo wir nie geflüchtet sind. Wir waren gerne dort, wir wollten aber einfach noch ein bisschen mehr sehen vom Leben. Und irgendwie haben wir Lust auf eine vertraute Umgebung. Wir sind immer an neuen Orten, an neuen Plätzen. Wir haben irgendwie Lust, einfach ja, wieder so sich heimisch zu fühlen. Ja, und nicht immer Gast zu sein und oder alles neu, immer zu ich gucken, weiß nicht. Ja, wo geht man Gassi, wo geht man einkaufen, wo stellt man sich hin. Gut, das kann man irgendwo in einer anderen Stadt auch dann halt quasi nach ein paar Monaten sich natürlich wieder, ja. Aber wir wollen uns gerade nicht irgendwo wieder eingewöhnen und einleben, sondern wir wollen eigentlich dahin, wo wir und wir haben auch Lust, wir haben einfach auch richtig Lust, weil da Familie ist, Freunde. Ja, ja also wir kennen und die Gegend. Man muss dazu halt auch sagen, ein großer Grund ist halt eben auch unsere Leidenschaft und zwar das Thema Kaffee. Ihr wisst es, wir haben es viel zu selten gezeigt, weil wir uns einfach nie getraut haben, das irgendwie so mit euch zu teilen, weil Kaffee ist natürlich schon eine Nische und das Video hat dann immer weniger Klicks, beziehungsweise ja, viele Leute verstehen ja nicht, warum geht es jetzt auf einmal um Kaffee, aber ihr könnt euch darauf einstellen, es wird hier auf unserem Kanal viel mehr um Kaffee gehen, denn das ist unsere große Leidenschaft und wir wollen halt auch da, wo wir jetzt zurückgehen, wollen wir eben auch ein Kaffee eröffnen, früher oder später. Also wir müssen halt dort vor Ort sein, weil hier aus der Ferne, wir gucken schon seit längerer Zeit aus der Ferne, ob sie irgendwas ergibt, aber das ist halt super schwer, weil man ist halt nicht vor Ort. Wir wollen jetzt erstmal alles Step by Step erstmal eine Wohnung einrichten, die wir auch schon haben. Wir haben unseren Mietvertrag schon unterschrieben. Am 15. März ja, geht es in unsere Wohnung. Also es ist gar nicht mehr so lange. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen hier auf Kreta, die wir hier noch ja, ein bisschen noch verbringen wollen, ein bisschen noch was sehen wollen mit dem Van
rumreisen wollen, bevor es dann halt zurückgeht. Wir wissen noch nicht genau wie, ob wir mit einer Fähre fahren oder, also wir müssen auf jeden Fall von Kreta natürlich hier nach Athen, aber ob wir dann von Athen die kompletten Kilometer über Land zurücklegen oder mit der Fähre fahren, das müssen wir uns noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich würde sagen, die Videos erstmal konzentrieren sich auf was anderes als Reisen. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann bleibt gerne dabei. Und wenn nicht, dürft ihr natürlich auch gerne gehen und anderen Reisenden zuschauen, die noch unterwegs sind. Das ist richtig. Wir freuen uns über jeden, der ganz ehrlich aufs Abo klickt und hier ganz ehrlich zuschaut. Aber auch über jeden, der sagt, nö, das ist nichts mehr für mich. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und für die wunderschöne Zeit. Und im Allgemeinen bedanken wir uns auch fürs Zuschauen des Videos und hoffen, ja, ihr habt's gut und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Cheers. 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 Lecker, der Kaffee. Ja, das ist echt gut. Das ist richtig. So, und jetzt rein, ist kalt. Ja, ab jetzt rein. Oh, du, Kleine. Oh, ich hab nicht aufgenommen. Hier ist nur, wie kalt hier ist. Aha.